Emma Mörschel, wie wär's, wenn wir uns heiraten würden? Junge, wenn du das tätest. Also geht in Ordnung. Machen wir. Möglichst bald, was? Und darum wäre mir ein Arbeiter für meine Tochter lieber. 5 Liter Wasser und 1/2 Pfund Erbsen. Ja, Lämmchen, du, das muss am Wasser liegen. Das Wasser ist zu dünn. Tja, meinst du, habe ich zu viel genommen? 5 Liter. Sie sind zum 31. Oktober gekündigt, Herr Pinneberg. Unschuld breitet sich nicht aus, hast du Willi Fritsch im Haus? Nächstens fliege ich aus der Schule raus, dann ist die UFA schuld. Was wollen Sie denn, junger Mann? Ich bitte um die Stellung eines Verkäufers. Wir stellen niemanden ein. Was darf es sonst noch sein? Vielleicht später. Bei so einer Konjunktur? Zeigen Sie mal Ihre Zeugnisse. Wenn Sie es können, dann tun Sie es. Dann besorgen Sie meinem Jungen eine Stellung. Doch bei mir haben die Leute kein Glück, denn ich hab für solche Fälle meinen guten Trick. Ich zähl nur bis 13 und ich sag na na, komm komm, reich heu. Die reden davon, dass jetzt doch bei uns jeder Verkäufer gesetzt kriegen soll. Für so und so viel musst du verkaufen im Monat und wenn du das nicht schaffst, fliegst du. Also gemein finde ich sowas. Menschen danach bewerten, wie viel Hosen er verkaufen kann. Na, du legst ja mächtig ran, Lämmchen. Ja, tue ich auch. Rasend wütend kann mich sowas machen. Du, aber die sagen doch natürlich, dass die Menschen nicht danach beurteilen, ob er nett ist, sondern danach, wie viel Hosen der verkaufen kann. Wissen Sie, der Mensch ist so. Der lernt nichts dazu. Der macht immer dieselben Dummheiten. Ich auch. Man muss im Leben nur die richtige Einstellung finden. A pretty girl. It's like a melody that haunts you night and day. Just like a strain of a haunting refrain, she'll start up